In dieser Folge versucht die Heeresgruppe Nord bei stürmischem Wetter und Schlamm den Angriff auf Leningrad fortzusetzen. Im Atlantik spüren unsere U-Boote einen feindlichen Flottenverband auf. Der Kampf um die sudanesische Stadt Khartoum wird intensiviert und eine japanische Landungsflotte segelt Richtung Sri Lanka. Und damit herzlich willkommen zurück zu Strategic Command World War II, World at War. Los geht's! In der letzten Folge war der Wettergott bereits auf Seiten der Sowjetunion, wodurch die Angriffe an der Ostfront behindert wurden. Die Nationalchinesen verloren eine weitere Hauptstadt, die chinesischen Kommunisten kapitulierten und eine japanische Invasionsflotte lichtete ihre Anker und segelte Richtung Nordamerika. Schauen wir uns den gegnerischen Zug an. Khartoum wird natürlich wieder verstärkt. Die leichten Kreuzer im Schwarzen Meer werden wirklich lästig. Da ist der britische Flugzeugträger. Geht gegen unser U-Boot, das nicht versorgt ist. Da ist der Zerstörer. Warum geht denn der da hin? Immer versenkt, sehr gut. Kotelnikovo wurde wieder besetzt. Durch ein frisches sowjetisches Korps, das jedoch jetzt nicht verschanzt ist. Pioniere werden verstärkt. Der Chinese zieht sich zurück. Der kommunistische Befehlshaber ist jedoch noch da, der ist nicht verschwunden. Angriffe bei Tula. Und wieder gegen unsere Panzergrenadiere. Britisches U-Boot. Feindkontakt. U-Boot taucht ab. Weiterer Zerstörer wird jetzt rankommen, oder? Nee. Wir haben den 9. Oktober 1942. Ich hoffe mal, es fängt nicht an zu schneien. Der Gegner überlegt. Er kauft ein. Nachschubmangel bei der chinesischen Armee. Und wir überfallen drei Kombo-Routen, Australien, Neuseeland und die Nordmeer-Konvois. Unsere U-Boote, die Schwerneinheiten der Kriegsmarine und das 10. Fliegerkorps versenken jede Menge MBB. Armee bei Kalinin. Das Deutsche Reich bekommt die 11. Armee. Und beim Japaner haben wir in der letzten Runde vergessen, den Marinebomber aufzustellen. Dann werden wir das hoffentlich diese Runde nicht vergessen. Dann gehen wir zurück zur Heeresgruppe Nord. Und in Russland regnet es immer noch, sodass wir unsere Bomber wieder nicht einsetzen können. Verdammt, verdammt. Wir brauchen dieses Festungswerk, um weiter Richtung Leningrad anzugreifen. Wir haben den 23. Oktober. In der nächsten Runde könnte es schon schneien. Wir werden die Bombe verstärken. Die Jäger ebenfalls.
Ergebnisse sind nicht gut gegen das Festungswerk. Wir brauchen einfach die Bombe. Nichtsdestotrotz werden wir das Festungswerk angreifen. Wir müssen die Verschanzung des sowjetischen Korps runterbekommen. 2 Schaden bei der Armee, das war nicht gut. Wir greifen mit den Korps an. Ja, mit dem Korps wäre kein gutes Ergebnis. Wir machen hier einen Austausch. Greifen wir an. Ja. Könnten wir hier zurückziehen. Dann ziehen wir die Panzerdivision. Können wir nicht verlegen. Die Panzerdivision geht hier runter nach Pskov. Die Armee zieht hier runter. Dann ziehst du hier hoch. Greifst an. Ist wieder zurück. Dann kommt das Korps zum Einsatz. Wir haben eine Menge Verluste erhalten. Wir müssen jedoch anfangen, das Festungswerk hier anzugreifen. Das Korps hat keine Verschanzung, jedoch die Bereitschaft und Moral ist immer noch gut. Panzerdivision zieht hier runter. Werden wir Leningrad in diesem Jahr noch nehmen können? Das ist eine schwierige Frage. Wir haben noch eine Runde vielleicht. Hoffentlich regnet oder schneit es in der nächsten Runde nicht, sodass wir alle unsere Bomber einsetzen können, vielleicht sogar direkt gegen Leningrad. Gehen wir zur Heeresgruppe Mitte. Hier regnet es leider auch, was unsere Angriffswerte gegen Tula beeinflusst. Tula hat eine Verschanzung von 3. Wir greifen mit der 3. Armee als erstes an. Das war ein gutes Ergebnis. Greifen mit dem 8. Korps an. War auch ein gutes Ergebnis. Ziehen wir mit dem Korps hier hin. Ziehen wir unsere Panzerdivision nach und greifen ebenfalls an. Nochmal. Schaden müssen wir hinnehmen. Dann nochmal mit dem Korps. Die Artillerie. Mhm. Ziehen wir den Panzer zurück, können wir nicht. Ich würden wir hier hinbekommen, dann ziehen wir das Korps weg, ziehen den Bulgaren nach und greifen an. Und Tula hat noch einen Stärkepunkt. Wir könnten die Pack zum Einsatz bringen, das Korps leider nicht. Dann tauschen wir hier mit der Pack und greifen an. Jawohl! Tula steht frei und wir können nicht reinziehen. Meine Güte. Dann werden wir das Korps hier nachziehen. Mal gucken, was für eine Einheit der Gegner in seinen Zug nach Tula ziehen wird. Dann gehen wir runter. Zur Heeresgruppe Süd. Und hier regnet es leider auch wieder. Was unseren Angriff auf Stalingrad weiter behindert. Wir starten hier im Süden von Stalingrad. Hier haben wir das 12. Sowjetische Korps, das nicht verschanzt ist. Und das wird auch unser erstes Ziel sein. Mit der 1. Ungarischen Armee. 5 Schaden, das war ein guter Angriff. Den Panzern gehen wir noch nicht drauf. Wir gehen hier mit den Panzern drauf, mit der 1. Panzerdivision. Noch ein Angriff. Kotelnikowe steht frei. Den Panzer müssen wir wegziehen. Den Panzer ziehen wir hier runter. Wir kommen mit den Einheiten hier nicht nach. Wir ziehen mit der 3. Panzerdivision rein. Greifen den Pionier an. Weiter. Ja. Einen Pionier haben wir rausgenommen. In die anderen Einheiten nach. Und die Pack ist einfach hier nicht rauszubekommen. Wenn wir die Einheiten verstärken, ja, das machen wir. Wir müssen die Panzergrenadiere hier wegbringen. Ziehen zurück. Dich bringen wir nach Voroschilowgrad. Du wirst verlegt in der nächsten Runde. Ich bringe mir etwas weiter in den Süden hierhin. Wen bringen wir hier rein? Wollen wir den Fallschirmjäger? Können wir nicht. Können wir keine Einheit reinbringen. Wir bringen den Grenadier weiter zurück. Wir bringen das ungarische Korps vor.
Ich kann mal auf 8 bringen, das machen wir. Und greifen hier an. Mit dir. Ja. Machen hier einen Austausch. Und du greifst auch nochmal an. Da muss der Russe MPP aufwenden, um seine Einheiten hier zu verstärken. Hier lohnen sich Angriffe nicht. Es ist schade, dass es hier wieder regnet. Und wir unseren taktischen Bomber nicht gegen die Pack einsetzen können. Hier werden wir auch wahrscheinlich nur ein, vielleicht zwei Züge haben, um Stalingrad zu erobern. Das wird hier bei Stalingrad genauso spannend wie bei Leningrad. Ob wir diese beiden Städte in diesem Jahr noch erobern können. Dann gehen wir in den Kaukasus. Hier können wir die erste Armee gegen Grosny ziehen. Und wir greifen auch Grosny an. In die anderen Einheiten nach. Der Befehlshaber wird auch nachgezogen. Krasnodar können wir freistehen lassen. Wie sieht es mit den Partisanen im Kaukasus aus? Oh ja. Beim Maikop haben wir einen Partisan, der wird momentan von dem Befehlshaber abgedeckt. Und wir haben hier im Südkaukasus ebenfalls Partisanen. Das bedeutet, wir benötigen eine Einheit hier bei Krasnodar, da können wir aber die italienische Einheit belassen. Dich können wir auf 8 bringen, das machen wir. Und dann werden wir noch die Pack erlegen. Die Pack werden wir zur Heeresgruppe Mitte verlegen. Und zwar hier bei Kaluga. Damit die Pack hier unterstützt beim Angriff auf Tula, als auch bei möglichen Gegenoffensiven der Russen im Winter, um hier mobile Einheiten angreifen zu können. Dann gehen wir nach Finnland. Und bei den Finnen greifen wir weiter Richtung Süden an. Das deutsche Korps können wir nicht gut einsetzen, weil er keinen Befehlshaber hat, richtig? Ja, er steht einfach nicht unter Befehl. Dann sicherst du Richtung Norden. Wir gehen zur Kriegsmarine. Und bei euch können wir die Luftabwehrwaffen verbessern, richtig? Ja. Und auch die U-Boot-Jagd. Das wird uns 14 MPP kosten, die U-Boot-Jagd zu verstärken. Brauchen wir das bei den schweren Einheiten? Wird einmal die U-Boot-Jagd als auch die Verteidigungswerte gegen U-Boote verstärken. Ne, das brauchen wir beim Schlachtkreuzer nicht. Schlachtschiff werden wir auch upgraden. Luftabwehrwaffen. Und hier haben wir, glaube ich, vergessen, Luftabwehrwaffen 2 einzustellen. Ja. Ich werde mal upgraden mit Luftabwehrwaffen. Ich bringe mal auf Stufe 2 Luftabwehrwaffen. Und dem Skagerrak greifen wir weiter mit unseren Zerstörern an. Wir konzentrieren uns auf die Perfien. Ja, 2 Schaden. Die raus. Dann kommt Z2 zum Einsatz. U-Boot taucht leider ab. Ihn zurück. Du ziehst nach Kristiansand. Du gehst gegen das U-Boot. Ist auch zurück nach Oslo. Wir bringen U81 erstmal vorsichtig Richtung Bergen. Wir sind ja in der letzten Runde auf dem kanadischen Zerstörer aufgeprallt. Und wir könnten das U-Boot hier hinbringen. Das machen wir auch. Dann werden wir in der nächsten Runde das U-Boot in einen Hafen bringen und dort verstärken. Bring den Marinebomber weiter runter, hier Richtung Lillehammer. Vielleicht kann der Bomber sogar in der nächsten Runde unterstützen hier gegen das U-Boot. Die U-Boote im Nordmeer verändern wieder ihre Position. Du hierhin. Du gehst weiter in den Norden. Jawohl. Dann gehen wir zu unseren U-Booten im Mittelatlantik.
Hier kam es zu einem Angriff eines feindlichen Zerstörers gegen U-32. Wir setzen das U-Boot wieder auf Jagd und werden unsere U-Boote Richtung Norden bringen. Jedoch hier so auf die Route. Da ist ein feindliches Schlachtschiff. Wir haben hier das amerikanische Schlachtschiff Maryland. Und wir hätten 3 U-Boote, um gegen das Schlachtschiff zu ziehen. Machen wir auch, Leute. Wir greifen mit U-32 an. 3 Schaden. Und einer bei uns. Wir ziehen das U-Boot zurück. Dann kommt U-37. Da ist ein schwerer Kreuzer. Verdammt. Ziehen zurück. Kann es sein, dass das vielleicht die Invasionsflotte für Nordafrika ist? Möglich, oder? Das ist natürlich möglich. Dann können wir... Wollen wir das U-Boot U-30 auch gegen das Schlachtschiff einsetzen? Oder wollen wir es hier auf die Lauer legen, damit eine feindliche Einheit draufprallt? Dann wäre es aber natürlich Ziel für andere Einheiten. Ich wäre dafür, dass wir das Schlachtschiff angreifen. Wenn es schon mal da liegt, greifen wir es auch an. Haben wir schwer beschädigt. Feindliche Zerstörer werden sicherlich in der nächsten Runde unsere U-Boote suchen, als auch angreifen. Jedoch ist wahrscheinlich die amerikanische Invasionsflotte für Nordafrika schon mal stark geschwächt worden. Gehen wir weiter runter. Hier ist ein Zerstörer auf die Gneisenau aufgelaufen, wurde auch versenkt. Wir werden U-47 auch nach Norden verlegen, um hier gegen die feindliche Flotte zu operieren. Wir bringen U-47 hierhin. Und unsere schweren Einheiten bin ich auch überlegen hochzubringen. Wir bringen die schweren Einheiten hier bei Madeira in Position, die vielleicht in der nächsten Runde, falls ein feindliches Schiff hier auf U-47 aufprallt, hier Angriffe durchführen können. Mhm. Ja. Gehen wir nach Südeuropa. Und hier werden wir die italienische Flotte im westlichen Mittelmeer versammeln. Schauen wir mit dem italienischen U-Boot erstmal, ob hier irgendetwas ist. Ja, wir sehen einen feindlichen Zerstörer. Den Zerstörer Amazon. Ziehen das U-Boot wieder weg. Und werden mit der Roma gegen den feindlichen Zerstörer gehen. Ergebnis von 1:5. Wir greifen an. 4 Schaden. Wir haben keinen Schaden erhalten. Das war gut. Ziehen die Roma hier hoch. Gehen mit der Pola ran und vernichten den Zerstörer. Ja. Haben leider einen Schaden erhalten. Ziehen hier vor, ziehen mit den anderen italienischen Einheiten nach. Versammeln unsere Flotte hier bei den Balearen. Der Zerstörer geht hier runter. Und die Nazariosaure werden wir upgraden, bevor sie in den Einsatz geht, mit Marinewaffen 1. Und wir werden diese Einheiten auf volle Stärke bringen. Dann haben wir eine neue deutsche Einheit erhalten. Die 11. Armee. Die 11. Armee werden wir bei Graz aufstellen, die dann Richtung Triest zieht, um hier per Transport Richtung Nordafrika verlegt zu werden. Wir werden das erste italienische Korps in amphibische Transporter verladen. Weil ich nicht weiß, wenn die Amerikaner und Briten in Nordafrika landen, werden dann die nordafrikanischen Staaten zu den Alliierten übertreten oder sind sie auf unserer Seite? Ursprünglich waren sie ja Protektorate von Vichy-Frankreich. Und die Soldaten haben sich ja dort erst gewehrt, was sie aufgegeben haben, um dann auf alliierter Seite weiterzukämpfen. Und da werden wir hier auf Nummer sicher gehen. Da kann das italienische Korps gegebenenfalls bei Tunis landen.
dass diese Protektorate auf alliierte Seite in den Krieg mit eintreten. Dann gehen wir in den Irak. Hier werden wir das indische Korps angreifen mit den taktischen Bombern und den mittleren Bombern. Kommt das 4. italienische Korps zum Einsatz? Ja. Können wir die Armee einsetzen? Ja, die könnten wir einsetzen. Dann ziehst du hier runter. Die Armee zieht nach Kirkuk und vernichtet das indische Korps. Jawohl. Dann wird das Korps aufklären Richtung Süden. Da haben wir einen taktischen Bomber. Greifen noch nicht an. Hauptquartier geht hier hin. Yatri geht nach Nasiriyah. Den Jäger könnten wir hier einsetzen. Wir greifen mit den Jäger die taktischen Bomber an. 5 Schaden. Dann können wir auch den taktischen Bomber vernichten. Und Basra erobern. Sehr gut. Panzerdivision kann nach Kermanschah. Und bleibt dort auch erstmal. Du ziehst hier vor. Können die Lufteinheiten nachziehen. Und hier im Orient sieht es sehr gut aus. Kuwait gehört zu den Alliierten. Das werden wir in der nächsten Runde besetzen. Wir werden die Ölfelder einnehmen. Und wir können dem Russen Druck machen hier Richtung Teheran. Da muss der Russe auch Einheiten aufwenden, die er hier in dem Bereich verlegt. Wir werden ihn dann in Leningrad als auch in Stalingrad wählen. Wir gehen nach Ostafrika. Hier setzen wir unseren Angriff auf Khartoum fort. Der Befehlshaber kann erstmal runtergehen. Wir schauen mal auf die Versorgung. Die ist wirklich schlecht. Wir brauchen Khartoum. Wir greifen mit der Garnison an, um die Verschanzung auf Null zu bekommen. Haben wir einen Panzer. 2 Schaden, das war gut. Jawohl. Khartoum steht frei. In Khartoum wird die erste italienische Armee einziehen. Der Sudan sollte kapitulieren, oder? Fantastisch. Damit ist auch unser Versorgungsproblem hier vorerst gelöst. Und wir können weiter vorstoßen nach Ostafrika. Und die Aufklärer machen wieder ihren Angriff auf das sudanesische Korps. Gehen wieder zurück. Jetzt greift auch der Italiener aus Addis Abeba an. Ja. Das Korps kann nachziehen. Wir müssen unser U-Boot in den Hafen bringen. Wir bringen die Italiener mal raus und gucken, ob hier Einheiten sind. Ja. Feindliche Flugzeugträger. Wir bringen unser U-Boot hier in die Regenwolken. Und du gehst hierhin, falls der leichte Kreuzer rankommen sollte. Und wir müssen diesen britischen Flugzeugträger hier wegbekommen, damit unsere U-Boote frei operieren können. Wir schauen in die Forschung. Bei dem Deutschen Reich werden wir weiter forschen. Und hier investieren wir 150 MPP in die Industrietechnologie. Und wir schauen in die Einkaufsliste, weil wir an der Ostfront sehen, dass wir mit unserem Bomber nicht alles erreichen können und weitere Artillerie brauchen. Gewehreartillerie oder Raketenartillerie. Wir kaufen die Nebelwerfer. Wenn auch die Luftabwehrwaffen, Mobilität werden wir nicht, können wir auch nicht. Wir werden 200 MPP für die Raketenartillerie ausgeben. Die Italiener haben 144 MPP, da schauen wir auch in die Forschung. Und bei den Italienern investieren wir weiter in die Industrietechnologie.
Jawohl. Dann gehen wir zu den Japanern in den Fernen Osten, nach China. Der Chinese hat ja seine Hauptstadt nach Urumqi verlegt. Und wir müssen jetzt den langen Weg zur neuen chinesischen Hauptstadt gehen. Und da werden wir jedoch nicht alle Einheiten benötigen. Wir können im Norden schon mal diese chinesische Armee vernichten. Da werden wir das japanische Korps einsetzen. Ziehen die Armee vor, greifen den Peng an, der sich zurückzieht. Befehlshaber zieht nach. Schauen wir mal auf die Versorgung. Ja, die soll sich verbessern, wenn unsere Hauptquartiere nachgezogen sind. Gehst du hier hin, greifst die Luftabwehr an, sich zurückzieht. Müssten die Einheiten hier mal verstärken. Können wir auch, machen wir auch. Bomber. Können hier nicht nachziehen. Bleibst erstmal hier. Die Garnison ziehen wir hier hin. Hier haben wir ja die Partisanen. Die Armee werden wir verlegen Richtung Burma. Hier hin. Den Jäger bringen wir auch Richtung Burma nach Wan Ting. Du sollst auch Richtung Burma. Gehst erstmal nach Chengdu. Ziehst nach. Dich können wir auch nachziehen. Du ziehst hier hoch. Die Befehlshaber müssen nachgezogen werden. Dich können wir verstärken, oder? Nee, leider nicht. Können wir auch nicht bewegen. Dann waren das unsere Bewegungen hier in China. Diese beiden Einheiten bringen wir in Transporter. Werden wir die auch noch nicht bewegen. Dann gehen wir in den Nordpazifik. Hier bewegen wir uns mit unserer japanischen Landungsflotte Richtung Anchorage auf Alaska. Schauen wir auf den Modus der Flugzeugträger, auf Jagdflugzeuge und du ebenfalls. Dann bringen wir das Schlachtschiff als erstes Richtung Anchorage und zwar von Norden her. Hierhin. Euch ebenfalls. Jawohl. Bring die Flugzeugträger hoch. Ich kann mal verladen in amphibische Transporter, das machen wir. Du wirst dann hier die nächste Landung bei Kiska starten. Geh nach Pearl Harbor. U-Boot kann mal wieder schauen, ob es was findet. Nee, die feindlichen Flugzeugträger kommen nicht ran. Das U-Boot werden wir verstärken auf 8. Das Schlachtschiff ziehen wir raus. Der Flugzeugträger geht rein. Waren unsere Bewegungen hier? Nee, Moment. Wir können die Marineinfanteristen mit Luftabwehrwaffen ausrüsten. Das machen wir. Dich ebenfalls. Und dich können wir auf Luftabwehrwaffen 2 bringen. Jawohl. Und dich ebenfalls. Die Schlachtschiffe gar nicht rausziehen müssen, weil wir ja Luftabwehrwaffen 2 in der letzten Runde erforscht haben. Ja. Also du ziehst wieder raus und das Schlachtschiff ziehen wir wieder rein. Leitflugzeugträger können wir auf weiterentwickeltes Flugzeug bringen. Das machen wir. Okay. Gehen wir in die Südsee. Hier machen wir nichts. Hier können wir doch die Upgrades bei der japanischen Flotte machen mit der Luftabwehrwaffen 2. Das machen wir auch. Bei den anderen Einheiten brauchen wir es nicht momentan.
Gehen zu den Philippinen. Bewegen die japanischen Marineinfanteristen weiter Richtung Davao. Werden unsere neue Einheit den japanischen Marinebomber aufstellen. Hier in Taiwan. Suchen weiter das holländische U-Boot. Hier ist es. Schreiben wir es auch an. Ja. Bringen unseren Zerstörer Tsukasa ran. Weiterer Angriff. U-Boot ist schwer angeschlagen. Können es gegebenenfalls von Süden her mit dem Zerstörer angreifen. Wir bringen den Zerstörer hier hin. Vielleicht läuft das U-Boot auf den Zerstörer auf. Ja. Kommen wir zur japanischen Flotte in der Andamanensee. Hier überlege ich, ob wir das U-Boot zum Scouten nutzen sollen. Ich würde auch sagen, das machen wir. Wir müssen wissen, ob hier englische Einheiten sind. Da haben wir einen leichten Kreuzer. Wir können das U-Boot nicht wegziehen. Wir können hier noch unsere Flugzeugträger einsetzen. Wir sehen, dass der Weg hier frei ist. Wir bringen die zweite Yokosuka ran, die hier landen kann. Die Yokosuka greift den leichten Kreuzer an. Da haben wir noch die siebte Sasebo. Die geht nach Colombo. Sieht vor. Da haben wir eine feindliche Einheit. Greift den leichten Kreuzer an, der vernichtet wurde. Wir bringen unsere Flotte näher ran. Wir haben im westlichen Indischen Ozean einen feindlichen Flugzeugträger bei Aden. Und hier muss noch irgendwo ein schwerer Kreuzer als auch ein Schlachtschiff der Briten sein. Entweder sind die in den Häfen oder sind abgezogen Richtung Heimat, was auch sein kann. Wir belassen die japanische Flotte mal hier. Die soll dann unterstützen hier auf Sri Lanka. Und gegebenenfalls tauchen auch die feindlichen Einheiten auf. Wir gehen mal in den Süden. Zum schweren Kreuzer Admiral Scheer. Die Admiral Scheer geht Richtung Perth. Dort ist hoffentlich der leichte Kreuzer nicht zurückgesegelt. Doch, verdammt. Wir können jedoch den schweren Kreuzer einfach hier lassen. Der leichte Kreuzer ist keine Gefahr für uns und wir stören den Hafen. Das machen wir. Wir gehen nach Burma. Können wir dich upgraden? Nur mit Marinewaffen, okay. Wir haben keine Jagddeckung. Daher greifen wir mit dem mittleren Bomber nicht an in dieser Runde. Wir werden unsere Einheiten weiter aufstellen für zukünftige Angriffe. Wir besetzen Arakan. Du gehst hier vor. Du auch. Könntest sogar hier vor, machst es aber nicht. Du gehst hier ran. Befehlshaber ziehen wir ran. Du gehst hier hin. Wir gucken mal, ob wieder was in Dimapur ist. Ja, da sind weiter die Gurkhas. Wir ziehen wieder zurück. Das waren unsere Bewegungen in Burma. Wir haben mit dem Japanern 280 MPP. Wir gehen in die Forschung. Und wir werden mit den Japanern weiter in weiterentwickeltes Flugzeug investieren. Da haben wir noch 105 MPP, die behalten wir für die nächste Runde. Und wir haben ja noch zwei Transporter. Das Korps als auch die Armee. Und diese beiden Einheiten bringen wir ebenfalls Richtung Alaska. Erstmal Richtung Kamtschatka. Und dann werden wir fünf Kampfeinheiten im Nordpazifik haben. Und es wird für den Amerikanern nicht leicht, uns dort wieder herauszuschmeißen aus Alaska. Wir gehen zurück nach Europa. Wir beenden den Zug.
Sudan kapituliert. Italien erbeutet 78 MPP, sehr gut. Group in Indien aufgestellt. Partisanenaktivität in China. Verdammt, wir haben den Partisanen nicht abgedeckt. Ja, mir gerade eingefallen. Britische Kommandoeinheiten überfallen Saint-Malo. Handelsstörer der Achsenmächte stören Küstenschifffahrt bei Perth. Handelsstörer sorgen für Unsicherung der Schifffahrt bei Ceylon. Und unsere Konvois aus Norwegen werden wieder angegriffen. Bing Crosby singt sich mit Irving Berlins White Christmas in die US-Charts. Das Deutsche Reich entwickelt weiterentwickeltes Flugzeug Stufe 3, sehr gut. Japaner Spionage und Aufklärung und Industrietechnologie Stufe 3. Das Deutsche Reich erhält 782 MPP, Italien 184 MPP und Japan bekommt 525 MPP. In der nächsten Folge stürmen die Ostkämpfer der Heeresgruppe Nord weiter Richtung Leningrad. Die Schlacht im Atlantik wird immer brutaler und nähert sich seinem Höhepunkt. In der Bengalensee kommt es zum Kampf zwischen Schlachtschiffen. Und die japanische Invasionsflotte für Alaska hält weiter auf das Angriffsziel zu. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, euer Medoberg.